zusammen, die Pinkbox ist heute gekommen und ja, jetzt wollen wir mal versuchen, die auszupacken zusammen, bevor meine Tochter nach mir verlangt. Papa versucht sie nämlich gerade zu bespaßen ein bisschen mit Legos. Wir reinigen Legos aus der Waschmaschine, wie ihr wisst. Die sind auch immer noch super sauber, es hat echt klasse geklappt. Und für alle, ja, die sich Sorgen um meine Waschmaschine gemacht haben, die lebt immer noch. Also ich glaube nicht, dass eine Waschmaschine sowas so schnell aus den Bahnen werfen kann. So ein paar Legos. Aber jetzt machen wir mal die Box auf. Auf jeden Fall ist sie schwer. Okay. Das ist auch schon gleich das erste Produkt in der Umverpackung. Ach was. Jetzt machen die doch glatt ein bisschen Werbung für Avon. Oder Avon. Hier. Wollen Sie aus über 3000 exklusiven Produkten auswählen und Avon-Produkte kaufen? Dann können Sie eine Avon-Beraterin anrufen. Werden Sie ein neues Gesicht von Avon? Ich muss dazu sagen, ich war mal Avon-Beraterin. Ja. Das ist aber schon eine Weile her und ich habe das auch nicht irgendwie groß gemacht. Das ist halt neben der Arbeit hergelaufen. Habe so für Freunde und Bekannte ein bisschen eingekauft. Ich habe mich da mehr als Sammelbesteller gesehen als Avon-Beraterin. Ja. Dann gibt es die Jolie, die Januar 2013. Das finde ich eine gute Idee. War da nicht, ist das die Jolie, wo jetzt gerade gratis Kino drin war? Aber dann ist es eh schon zu spät, ne? Weil diese gratis Kinokarten sind ja immer so schnell weg. Das finde ich schön. Über die freue ich mich wirklich mal, über diese Zeitschrift. Das ist, gefällt mir besser als irgend so eine Schickimicki-Zeitung. Dann lieber leichte Kost. Dann kommt mir da entgegen von Pantene Pro-V ein intensives Feuchtigkeitssoufflé. Tägliche Feuchtigkeitspflege. Das klingt erstmal so, wenn man es liest, ne? Tägliche Feuchtigkeitspflege wie für die Haut. Ist aber für normal dickes Haar. Ist das jetzt ein Schaumfestiger? Tägliche Feuchtigkeitspflege oder macht man das einfach nur... Tägliche Kur ohne Ausspülen für sehr trockenes Haar. Schließt Feuchtigkeit für 48 Stunden ein, für luxuriöse Geschmeidigkeit, die man sehen und fühlen kann. Gut schütteln im getrockneten oder feuchten Haar. Wie viel? Einfach ein Häufchen? Also die Tube sieht ja witzig aus. Sieht aus wie so ein Sahnespender. Könnt ihr was sehen? Die ist bestimmt festgeknupst noch. Oh, okay, da kam schon. Ja. Das weiten wir jetzt nicht weiter aus. Und ich wette, das war zu viel. Das kann ich mir jetzt nicht in die Haare klatschen. Ne? Ich wollte das ausprobieren. Aber ich glaube, das ist zu viel. Ne? Da nimmt man bestimmt nur irgendwie so, ich sag mal, maximal eine Walnussgröße. Vielleicht hätte ich erst lesen sollen. Schreiben Sie Ihr 10-Tage-Buch. Ja, das Problem ist bloß, hier steht immer noch nicht, wie viel ich brauche. Oder das ist von der Haarlänge abhängig. Von daher würde ich sagen, es ist einfach zu viel. Oh, Scheiße, und jetzt habe ich, Entschuldigung, jetzt habe ich kein Taschentuch. Moment. So, da bin ich wieder. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit ein bisschen weniger. Hoffentlich. Ja. Also ich denke, das lag zumindest für meine Haarlänge. Und jetzt? Auf die Handfläche geben. Okay. Das habe ich gemacht. Es ist sehr... Es ist nicht wie so ein... Schaumfestiger, sondern es ist cremiger. Ich jetzt gleich mit speckigen Haaren rumrennen, ne? So, ich denke mal,
Das war's und das soll man jetzt täglich machen. Frage mich bloß, ob das trocknet, weil im Moment fühlt sich das so ein bisschen doof an. Oder ob das jetzt zu viel war. Also ich hoffe, das trocknet. Wenn ich jetzt irgendwo den Rest filme mit so einem weißen Klecks, ne? Wisst ihr Bescheid. Es riecht auf jeden Fall gut. Aber Haarsachen riechen häufig sehr gut, ne? Okay, dann ist hier eine Werbung drin von der Black Box Man. Limitierte Auflage, Geschenkidee zum... Achso, nee, warte mal. Limitierte Auflage, letzte Exemplare der Winteredition sichern. Achso, und dann ist das die Geschenkidee zum Valentinstag. Okay, da müssen sie also die Reste dann praktisch loswerden. Aber nun kommt es dann mal zur Box endlich. Die ist auch nochmal schwer. Schwer heißt ja nicht immer gleich gut, ne? Schauen wir mal. So, als erstes haben wir einen, ich sag jetzt mal, einen Lip Pencil. Color Trend. Ne, ein Kajalstick ist das. Ich hätte jetzt von der Farbe her gedacht. Das ist, achso, dieses, oh, das kostet 6,79 Euro. Doch schon ganz schön teuer, ne? Oder? Das fühlt sich so ein bisschen feucht an. Das ist, achso, von Avon. Ein Kajalstift im limitierten Valentinstagsdesign für 7,50 Euro. Hä? 7,50 Euro, aber Aktionspreis im Januar 2,95 Euro, also eigentlich nur ein Wert von 3 Euro. Man muss bei Avon muss man auch mal drauf achten, die Kampagnen gehen ja immer nicht so lange und man kann ja immer aus der aktuellen Kampagne bestellen, zumindest war das früher so, und eine Kampagne zurück. Und wenn ich heute irgendwas sehe, zum Beispiel diesen, und denke, oh Mensch, 7,50 Euro, nicht im Angebot, dann wartet am besten, bis die nächste Kampagne kommt, weil meistens ist es alle zwei, drei Kampagnen ist irgendwas, was ihr gerade haben wollt, im Angebot. Und das ist dann meistens fast um die Hälfte reduziert, wenn nicht sogar um die Hälfte. Der sieht leicht grünlich bei mir aus. Ich packe den jetzt nicht aus, weil, ja, ach so, hier seht ihr die Farbe. Ich zeige euch das mal. Weil so sieht die Farbe vorne auch aus. Ich kann das erkennen, so ein... Also es gefällt mir eigentlich, die Farbe, das Grün. Aber ich habe ja schon mal erwähnt, ich stehe nicht auf so Stifte. Ich bin mehr dieser Filzmal-Typ. Von daher lasse ich den eingeschweißt. Ich habe sowieso so viele Sachen. Die muss ich erstmal langsam verbrauchen. Wo habe ich denn jetzt meine schlaue Karte hingeschmissen? Auf dem Boden. Bei mir liegt immer alles auf dem Boden. So. Oh, das ist was Feines. Das ist wieder was für mich. Das heißt, das andere ist auch für mich. Bis auf den Kajal. Das finde ich super. Von TTZ, Bäder der Welt, ägyptisches Kleopatra-Bad. Mit 15% pflegenden Ölen. Kostet 6,49 Euro. Ja, okay. Und dann haben wir schon das erste Problem mit Milch, Honig und Mandelöl. Ja. Da sage ich jetzt erstmal nichts zu. Ist halt, ja, ein Ölbad. Mal dran riechen. Das ist eine weiße Flüssigkeit, was wahrscheinlich von der Milch her rührt. Ja, es riecht ganz angenehm, so ganz leicht nach Honig, aber nur ganz, ganz dezent. Also jetzt nicht, dass man sagt, oh, riecht, also angenehm riechen tut's. So, noch was Großes. Von Garnier Fructis eine... Ich würde sagen, das ist eine Spülung. Fructis Oil Repairs spektakuläre Beautypflege. Nach der Haarwäsche umhüllt die zart schmelzende Formel die Haarfaser und dringt direkt ins Haar ein. Für tiefenwirksame Pflege sofort verbesserte Haarqualität.
Jo, ich denke, das ist eine Spülung. Ja. Also es ist sehr, sehr pflegelastig, muss ich sagen, diese Box. Riecht auch gut. Riecht so typisch nach Haarprodukt. Also lecker. Lecker gut. Habe ich den Preis gesagt? 4,49 €. Also es sind alles teure Produkte, sage ich jetzt mal so. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt so teuer. Das kostet 2,79 €. Viola Shower Gel. Paraben Free. Das riecht auch gut. Ja, das war's auch schon mit der Box. Muss ich da noch was zu sagen? Ist halt ein Duschgel, ne? Das Einzige, was jetzt nicht pflegebezogen ist, ist halt der Kajal, den ich nicht wirklich gebrauchen kann. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden mit der Box. Ich hätte aber gerne vielleicht so ein bisschen ausgewogener. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4... Vier große Teile, also zweimal Haare, zweimal Körper, wenn man so will, und dann eben nur einmal was fürs Gesicht. Also davon hätte ich mir dann irgendwie so zwei Sachen gewünscht, vielleicht was für die Augen, für die Lippen, für die Nägel, irgendwie sowas. Ja, ich freue mich trotzdem über die Box, weil ich eigentlich fast alles gut gebrauchen kann. Und ja, preislich sind wir auch drüber. Wer an der nächsten Box Interesse hat, das will ich, jedes Mal will ich das sagen und jedes Mal, glaube ich, vergesse ich das. Dafür schreibe ich es aber immer unten in die Infobox, da findet ihr auch den Link. Also wer seine erste Box haben möchte für 6,95 € statt dem regulären Preis, der kann mir gern seine E-Mail-Adresse schicken an misskuschi@gmx.de, dann lasse ich euch einen Couponcode zukommen. Und das gilt aber auch wirklich nur für Erstbesteller. Und es ist auch nicht möglich, also ich habe ganz häufig wäre übertrieben, aber ab und zu mal Anfragen, da kriege ich eine E-Mail und dann heißt es von Pinkbox, tut mir leid, die E-Mail-Adresse kennen wir schon. Also das muss, ihr dürft noch nicht bei Pinkbox angemeldet sein oder schon mal einen Gutscheincode angefordert haben und den dann eben nicht eingelöst haben, dann funktioniert die E-Mail-Adresse schon nicht mehr. Ja, also das war meine Januar-Ausgabe der Pinkbox. Ich kann mich nicht beschweren. Und ich freue mich vor allen Dingen über die Zeitschrift, obwohl ich eigentlich genug zu lesen habe. Aber es ist mal was anderes, weil solche kaufe ich mir sonst eigentlich nicht. Ja, das war es dann eigentlich schon, was ich zu der Box zu sagen habe. Ich freue mich auf die nächsten Boxen, die da kommen werden. Und auf die nächsten Videos mit euch. Auf eure Kommentare. Und ja, wir sehen uns. Schönen Tag noch. Tschüss.